Wir sehen die Sängerin Mandy Capristo. Es ist der 17. September 2021, kurz vor der Verleihung des Medienpreises Die Goldene Henne in Leipzig. Erstmal sehe ich eine sehr, sehr dünne Frau. Viel zu dünn. Ihr geht es schlecht an diesem Tag. Eigentlich schon seit Monaten. Ich bin da im absoluten Funktioniermodus. Sie ist Profi, lässt sich nichts anmerken. Eine Veranstaltung, wie Mandy Capristo sie schon hunderte Male absolviert hat. Ich hatte permanent das Gefühl, ich muss mich übergeben, weil ich so von diesem Schwindel auch so benommen war. Noch ein Kleiderwechsel, dann legt sie ihren Auftritt hin. Danach geht nichts mehr. Ich habe die Performance bis heute nicht gesehen und ich möchte die Performance tatsächlich auch nicht sehen. Ich bin die Bühne runtergelaufen und habe zu meinem Team gesagt, ich brauche einen Break, ich brauche eine Pause. Mandy Capristo, vor 32 Jahren in Mannheim geboren. Auf die Bühne will sie schon als Kind. Als junge Schülerin gewinnt sie erste Wettbewerbe. Mandy singt für ihr Leben gern. 2006 folgt dann der Durchbruch mit der Band Monroes. Erwachsen werden im Rampenlicht, Studio-Sessions, Fernsehauftritte, Konzerttourneen. Nachdem sich Monroes 2011 auflöst, startet Mandy als Solokünstlerin durch, spielt Theater und in Musicals. Mit Ende 20 dann verändert sich etwas in ihr. Meine allererste Panikattacke hatte ich tatsächlich in einem sehr gestressten Moment. Ich sollte die Nationalhymne für die Formel 1 singen und bin den Abend vorher im Fahrstuhl stecken geblieben. 2 Stunden. Und habe sozusagen im Fahrstuhl hyperventiliert, weil ich überhaupt nicht wusste, was mir hier gerade geschieht. Und habe das so ein bisschen dann in die Box gepackt. Ja, das ist, ich mag Enge nicht so gerne. Und habe das eigentlich relativ lange gemacht. Es scheint, als wäre eine Tür in ihrem Gehirn geöffnet worden. Eine dunkle. Die Angststörung manifestiert sich. Zur Panik im Fahrstuhl gesellen sich Unwohlsein in der Bahn und Angst vorm Fliegen. Es ist dieses Gefühl der Angst, dass gleich irgendetwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Und wenn sich das dann noch ein wenig mehr reingesteigert hat, wurde es mir tatsächlich auch oft schwindlig. Ich hatte Momente, in denen ich tatsächlich dachte, dass ich nicht nur umkippe, sondern ich würde sagen, am Peak erinnere ich mich daran, dass ich wirklich dachte, ich sterbe. Schließlich meidet sie alle Orte, die eine Panikattacke auslösen könnten. Es ist die Zeit, in der die Angst Mandys Leben kontrolliert. Sie zieht sich zurück. Die Angst vor der Angst hat meine Tage zerstört. Das Aufzuwachen und Angst zu bekommen, dass die Angst gleich wieder kommt und dann die Angst meinen Tag wieder so im Griff hat. Ich habe angefangen, weniger gerne ins Studio zu gehen, weil ich mich selbst in dieser ganzen Studiophase enorm unter Druck gesetzt hatte. Das hat wiederum ausgelöst, dass irgendwann meine Stimme blockiert hatte. Eine Sängerin ohne Stimme? Ihre Angststörung wird existenzbedrohend. Ich bin Sängerin, ich bin unabhängig, ich bin selbstständig, ich verdiene mein Geld mit mir und dementsprechend muss ich funktionieren. Natürlich gab es die Gespräche und auch die Überlegung, mich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, zurückzutreten. Auf der einen Seite wollte ich das alles nicht mehr und wollte diese Tür schließen und wollte gerne verkünden, ich ziehe mich aus der Öffentlichkeit zurück, ich möchte keine Musik mehr machen. Aber eigentlich auch nur, weil meine Stimme nicht mehr funktioniert hat und weil ich Angst hatte, auf die Bühne zu gehen. Und eigentlich gab es nichts, was ich mehr machen wollte. Panikattacken. Hunderte Zuschauer haben sich bei uns gemeldet und von ihren Erfahrungen berichtet. Bei mir ist das dann zum Beispiel, dass dann auch anfängt, der Kopf zu zittern oder ich fange an zu stottern. Das ist dann einfach diese Überlastung des ganzen Nervensystems. Und dadurch, dass das dann für die anderen sichtbar ist, zieht man sich auch sehr zurück. Ja, und ich habe mich auch in dem Moment ganz hilflos und verlassen und allein auch irgendwo gefühlt, weil es konnte mir irgendwie auch keiner in dem Moment helfen. Die haben, also meine Freunde hatten natürlich dann gesagt, was ist los und so weiter. Aber es war, ich wusste selber nicht, was mit mir los ist. Was Betroffene belastet? Panikattacken sind immer noch ein Tabuthema.
Ja, leider. Sowas ist furchtbar. Das Schlimmste ist, wenn man sich so Sätze anhören muss wie zum Beispiel »Stell dich nicht so an« oder »Du hast ständig irgendwas anderes«. Am Anfang war es so, dass ich mich mehr oder weniger dafür geschämt habe. Und ich habe das mehr oder weniger alles für mich behalten. Ich habe damals ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, um das für mich alleine erstmal zu akzeptieren, dass ich diese Krankheit habe. Was mir schon länger am Herzen liegt, ist einfach, dass die Gesellschaft darüber mehr erfährt. Darum habe ich mich ja zu dem Beitrag überhaupt erst gemeldet, weil ich finde, darüber wird noch sehr, sehr wenig geredet. Wir treffen René Hein. Er ist 35 Jahre alt und kommt aus Schweinfurt. Gerade ist er mit dem Auto unterwegs zu seiner Schwester. Nichts Besonderes eigentlich, wäre damit nicht auch eine etwa 30 Kilometer lange Fahrt verbunden. Spätestens wenn René auf die Autobahn fährt, steigt sein Adrenalinpegel. Also längere Baustellen sind schlimm. Oder auch längere Autofahrten, die über viele Stunden hinausgehen. Zunächst läuft noch alles gut für René, bis er die Autobahn wechselt, denn hier kündigt sich plötzlich eine Baustelle an. Sein Körper löst sekundenschnell eine Art Alarmstimmung aus. Jetzt kommen die Baustellen, da kribbelt es dann immer ein bisschen. Es fängt halt in den Beinen und im Bauch an zu kribbeln. Man überlegt, wie lange dauert es jetzt, wann kommt man da wieder raus aus der Baustelle. Was genau ihm diese Angst macht? Ausweglosigkeit, keine Ausfahrt, kein Parkplatz, keinen Seitenstreifen, keinerlei Fluchtwege. Wenn was wäre, ich könnte nicht anhalten. Es sieht man hier rechts, links, du hast hier keine Möglichkeiten anzuhalten oder rauszufahren. Das heißt, selbst wenn du jetzt eine Panikattacke hast, du müsstest da durch. Aber wenn du dann langsamer fahren musst, wenn du nur 80 fahren musst, obwohl du eigentlich vorwärts kommen willst, das ist wirklich schlimm, ja. Geschafft. René Hein ist am Haus seiner Schwester Christine angekommen. Hallo. Hallo, komm rein. Die beiden haben ein enges Verhältnis zueinander. Vor wenigen Jahren erst erfuhr Christine, dass ihr Bruder unter Panikattacken leidet. So wie sie auch. Ich habe dann selber Herzklopfen bekommen, weil ich ganz genau weiß, wie sich das anfühlt. Und es dann in der eigenen Familie zu hören, dass das noch jemand hat, ist kein gutes Gefühl. René wird 1987 im unterfränkischen Haßfurt geboren, 11 Monate vor seiner Schwester. Beide wachsen in schwierigen Verhältnissen auf. Alkoholismus und Gewalt durch die Eltern prägen die Kindheit. Als René 13 Jahre alt ist, erlebt er seine erste Panikattacke. Da lag ich zu Hause bei mir im Bett, da hatte ich noch Besuch, da hat ein Kumpel bei mir geschlafen. Und dann bin ich kurz vorm Einschlafen bin ich hochgeschreckt, weil ich dachte, ich kriege keine Luft mehr. Also die Lungen haben sich nicht richtig gefüllt und war richtig schlimm. Dann kam natürlich das Zittern, die Angst, die Panik, ich erstick. Erklären kann sich der Teenager die Attacke damals nicht. Die Hausärztin verschreibt Beruhigungsmittel. Für seine Eltern ist das Ganze damit erledigt. Wirklich therapiert wird René nicht. In seinem Leben fasst er nie richtig Tritt. Nach der Schulzeit arbeitet er meist in schlecht bezahlten Jobs. Die Panikattacken begleiten ihn weiter, mal mehr, mal weniger schlimm. Wenn es ihm gut geht, unterscheidet er sich in nichts von gesunden Menschen, im Urlaub etwa. Und René? Wo ist das Problem? Also, super. Vor 2 Monaten erleidet René während seiner Arbeit als Paketzusteller eine besonders schwere Panikattacke. Er kann gerade noch seinen Transporter an einem Waldrand abstellen. Ich stand dann da in diesem Wald, mir ist schwindelig gewesen. Ich habe jeden Moment gedacht, ich kipp um. Und habe dann auch meinen Chef angerufen, dass ich nicht weiterarbeiten kann. Und er hat gefragt, kannst du nicht wenigstens noch die paar Pakete hinten drin zustellen? Ich sagte, nee, geht nicht, geht absolut nicht. Also da habe ich Panikattacken, da habe ich richtig Angst, dass ich umfall und sterbe. Seit 20 Jahren lebt René Hein jetzt in Angst und resigniert immer häufiger. Man wird wirklich schwach und denkt sich irgendwann, was soll das, ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Da verzweifelt man oft, gerade wenn man in so einer Angstattacke drin ist und die dann vorübergeht, dann fängt man auch oft das Weinen an. Aktuell wird René Hein therapiert. Zu seiner eigenen Überraschung hat er in dieser schweren Zeit das Klettern für sich entdeckt. Im Kletterzentrum Schweinfurt kann der 35-Jährige die Angst ausblenden. Wenn auch nur für ein paar Minuten, alle paar Tage. Guck dir genau an, wo Tritte sind, die du benutzen kannst. Da ist nichts mit Angst oder Höhenangst oder Panik. Man ist frei, man vergisst alles.
Man vergisst die Krankheit, die Angst, die Sorgen, die man hat. Ist das so auch ein bisschen Urlaub vor dir selbst? Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Das ist eine schöne Ausflucht. Auch Mandy Capristo hat sich professionelle Hilfe gesucht und sie hat über die schwerste Zeit in ihrem Leben ein Buch geschrieben. Aktuell ist das Thema mentale Gesundheit noch ein Tabuthema, was ich persönlich nicht wirklich verstehen kann. Für mich ist es super, super wichtig, damit aufzuräumen und einfach zu sagen, hey, das ist ein Thema, was uns alle betrifft. Ihre Stimme hat sie wiedergefunden. Seit dem Frühsommer steht Mandy Capristo auch wieder auf der Bühne. Aber ist sie gesund? Die Frage, ob ich heute 100% geheilt bin, weiß ich nicht. Weiß ich aber auch gar nicht, ob die wichtig ist. Ich habe sehr viel in meinem Leben verändert. Mir geht's sehr gut heute. Ich mache aber auch sehr viel dafür. Die Mandy Capristo von früher gibt es so nicht mehr. Eher eine bessere Version davon, sagt sie heute. Ich würde sagen, dass ich gerade vor nichts mehr Angst habe.